Willkommen zum neuen Video Bruchgleichung 2. Wie ihr gesehen habt, gibt es ja schon ein Video Bruchgleichung 1. Ihr müsst jetzt das erste nicht unbedingt gesehen haben. Ich habe es einfach deswegen geteilt, weil mir ein Abonnent hier 6 Aufgaben geschickt hat und die ersten 3 waren ein bisschen leichter, die letzten 3, also 4, 5 und 6, ein bisschen schwerer. Deswegen habe ich es eben in 2 verschiedene Videos aufgeteilt, so dass wir jetzt 4, 5 und 6 machen. Und wer 1, 2 und 3 auch noch vorgerechnet haben will, ihr könnt Bruchgleichung Nummer 1 anschauen. So, also kommen wir zur Aufgabe Nummer 4. Wir haben 7 geteilt durch 2x plus 6 minus x plus 7 geteilt durch 5x plus 15 und das gibt 5 halbe. So. Jetzt werde ich einfach mal was machen. Ich möchte mal die Halben hier wegkriegen. Die stören mich, die Halben. Wenn ich da keinen Bruch haben will, dann mache ich mal 2. Wenn ich jetzt mal 2 mache, dann kann ich entweder meinen Zähler mit 2 multiplizieren, also hier hinschreiben 14 geteilt durch 2x plus 6, oder aber den Nenner durch 2 dividieren. Das wäre dasselbe. Ich zeige euch kurz warum. Also hier, das wäre ja 14 geteilt durch 2x plus 6. Eigentlich multipliziert man immer den Zähler ran. Minus und hier eben 2 mal x plus 7 geteilt durch 5x plus 15. Und hier 5 halbe mal 2, da fällt eben die 2 weg, das gibt dann 5. So, jetzt kann ich das hier ja aber kürzen, weil eigentlich wäre der Nenner, wenn ich da die 2 ausklammer, das gleiche wie x plus 2 mal x plus 3 minus, das hier schreibe ich gerade mal so ab. So, also 2 mal x plus 3 und jetzt kann ich die 2 mit der 14 kürzen. So, dann fällt das hier nämlich weg und hier bleibt eine 7 stehen. Das heißt, ich habe da eigentlich stehen 7 durch x plus 3 minus 2 mal x plus 7 geteilt durch 5x plus 15. Bisher habe ich es ja im letzten Video immer so gemacht, dass ich eigentlich mit den Nennern hier durchmultipliziert habe. Das geht hier natürlich auch. Aber hier möchte ich jetzt mal was Geschickteres zeigen, was sich in dem Fall jetzt anbietet, nämlich das hier auf einen Nenner zu bringen. Und wenn ihr einen gemeinsamen Nenner sucht, dann seht ihr, ihr könnt das hier mit 5 erweitern. Das heißt, da würde oben 7 mal 5 stehen, also 35. Und unten 5 mal x plus 3 sind eben 5x plus 15. Minus, das hier schreibe ich so ab, 2x plus 7 geteilt durch 5x plus 15. Und jetzt seht ihr, habt ihr hier einen gemeinsamen Nenner, dann habt ihr auch mal die Methode, wenn man es erstmal auf den gemeinsamen Nenner bringen möchte. Dann sind das also im Nenner 5x plus 15 und im Zähler eben die 35 minus die 2x plus 7 ist gleich 5. Jetzt kann ich die Klammer hier mal auflösen, das sind dann 35 minus 2x minus 14, also das hier ausmultiplizieren, geteilt durch 5x plus 15 und das gibt 5. Und jetzt seht ihr, die 35 minus 14, hier können wir auch noch zusammenfassen, das sind dann 21 minus 2x geteilt durch 5x plus 15 ergibt 5. So, und jetzt multipliziere ich wieder mit meinem Nenner, damit das x aus dem Nenner weggeht. Also mal 5x plus 15. Dann steht da 21 minus 2x ist gleich 5 mal 5x plus 15. Kann ich die Klammer wieder auflösen, einfach ausmultiplizieren. Sind also 5 mal 5x, das gibt 25x. Und 5 mal 15, das sind 75. Ja, also plus 75. Jetzt wieder alle x nach links bringen, machen wir minus 25x, damit die hier wegfallen. Dann haben wir hier stehen, also die 21 bleiben ja stehen, dann minus 2x minus 25x sind minus 27x, ist gleich, und hier die Zahl sind die 75. Und jetzt noch alle Zahlen nach rechts, das heißt die 21 hier müssen auch weg, minus 21, dann steht da minus 27x ist gleich 75 minus 21, das sind 74, 54. Und jetzt noch geteilt durch minus 27, dann steht da x ist gleich minus 2. So. Das heißt, das ist unsere Lösung für das x. Jetzt müssen wir aber noch schauen, war das überhaupt eine Definitionsmenge? Dürfen wir das überhaupt einsetzen? Probieren wir es hier aus.
Für minus 2 steht da minus 4 plus 6, das gibt nicht 0, das passt. Und hier haben wir minus 10 plus 15, das gibt auch nicht 0, das passt. Okay, also minus 2 dürfen wir einsetzen. Das heißt, unsere Lösung können wir mit der Lösungsmenge angeben. Immer dieses L, dann gleich diese Klammern und dann eben die Lösung da rein. Ist also die minus 2. Da hatten wir 2x minus 9 geteilt durch x minus 3. Minus 5x minus 1 geteilt durch x Quadrat minus 9 ist gleich 2x plus 6 geteilt durch x plus 3. So, ich möchte es jetzt mal wieder mit diesem auf einen Nenner bringen machen. Also wie gesagt, ihr könnt auch einfach immer mit allen Nennern einfach durchmultiplizieren und dann schauen, was fällt irgendwie weg. Aber machen wir es nochmal mit diesem auf einen Nenner bringen. Das bietet sich hier nämlich an. Und zwar ist hier der gemeinsame Nenner x² minus 9. Das ist natürlich die Frage, mit was muss ich x minus 3 multiplizieren, damit das rauskommt. Und da kennt ihr eben die binomische Formel, die dritte binomische Formel, die heißt a plus b mal a minus b ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Wer die binomischen Formeln nicht mehr kennt oder nicht mehr so präsent hat, dazu gibt es auch ein Video, das heißt binomische Formeln. Dann schaut euch bitte das Video erstmal an. So, aber angenommen, ihr habt das jetzt hier präsent, dann schaut mal, wenn ihr für das a x einsetzt, dann steht da x Quadrat. Und für das b 3, dann steht da minus 9. Also minus 3 Quadrat ist ja minus 9. Das heißt, unser a wäre in diesem Fall eben das x und das b wäre die 3. Dann haben wir hier schon a minus b stehen. Das heißt, wir müssen mit dem hier mit a plus b erweitern, damit hier am Ende auch das steht. Ich zeige es jetzt nochmal konkret. Also wir erweitern also mit x plus 3. Dann steht hier x minus 3 mal x plus 3. Das hier schreiben wir einfach ab. Minus 5x minus 1 geteilt durch x Quadrat minus 9 ist gleich 2x plus 6 geteilt durch x plus 3. So. Und wenn ich jetzt damit erweitere, dann gibt x minus 3 mal x plus 3 nach der binomischen Formel hier, nämlich x Quadrat minus 9. Also eigentlich x Quadrat minus 3 Quadrat und 3 Quadrat gibt ja 9. So, wenn ich jetzt das hier habe, kann ich das ganze Ding jetzt wieder auf einen Nenner bringen. Dann steht da, ich multipliziere das hier oben gleich mal aus, das sind 2x² plus 6x minus 9x minus 9 mal 3 sind 27. So, dann minus diese 5x minus 1 durch x² minus 9 ist gleich 2x plus 6. Ich erweitere das hier jetzt auch gleich mal, nämlich mit x minus 3, ihr seht gleich, warum ich das gemacht habe, durch x plus 3 mal x minus 3. So, jetzt fassen wir mal zusammen. Dann haben wir hier unten bleibt x Quadrat minus 9 stehen, dann 2x Quadrat plus 6x minus 9x minus 3x minus 27, jetzt hier die Klammer auflösen, sind minus 5x plus 1. In Minusklammern müssen wir immer die Vorzeichen umdrehen, wenn wir die weglassen. Ist gleich, das kann ich euch auch gleich ausmultiplizieren, das sind 2x² minus 6x, also 2x mal minus 3, dann 6 mal x gibt plus 6x und 6 mal minus 3 sind minus 18. Und da unten wieder diese dritte binomische Formel, das sind x² minus 9. Und jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen. Dann steht da 2x² minus 3x minus 5x sind minus 8x. Minus 27 plus 1 sind minus 26. Geteilt durch x² minus 9 ist gleich 2x², so minus 6x plus 6x, das fällt weg. Minus 18 bleibt stehen. Geteilt durch x² minus 9. Und wenn ihr jetzt mal diesen Nenner nehmt, also mal x² minus 9, dann seht ihr, dass auf beiden Seiten der Nenner wegfällt. Dann steht da nämlich nur noch 2x² minus 8x minus 26 ist gleich 2x² minus 18.
So, jetzt alle x wieder nach links, das heißt, die 2x² hier müssen weg, also minus 2x². Dann fallen die hier aber auch weg. Das heißt, es bleibt nur stehen, minus 8x minus 26 ist gleich minus 18. Die Zahlen wieder nach rechts, also plus 26. Minus 8x ist gleich minus 18 plus 26 und das gibt 8. Und jetzt noch geteilt durch die minus 8, dann steht da x ist gleich minus 1. Vorsicht, wir müssen erst wieder schauen, ob das überhaupt eine Definitionsmenge war, bevor wir sagen können, dass das die Lösung ist. Schauen wir mal hier oben. Minus 1 minus 3 gibt minus 4, also nicht 0, das darf ich da einsetzen. Hier darf ich es auch einsetzen und hier auch, das heißt, die Lösung ist minus 1. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Aufgabe, nämlich zur Nummer 6. Da haben wir also 4 minus 3x geteilt durch x minus 4 im Quadrat. Minus 1/2 ist gleich 6 minus x geteilt durch 2x minus 8. So. Ihr könnt jetzt wieder mit der Standardmethode wie im Video 1 machen, einfach mal alle Nenner, dann wird schon was rauskommen. Ich möchte es jetzt wieder versuchen, ein bisschen geschickter zu machen. Deshalb habe ich ja extra dieses Video Nummer 2 gemacht, wie man dann mit ein bisschen mathematischer Intuition sich das auch mal ein bisschen anders machen kann. Und zwar möchte ich jetzt mal 2 machen, damit dieser Bruch hier mit dem 1/2 wegfällt. So, mal 2. Dann nehme ich ja wieder hier den Zähler mal 2, also 2 mal 4 minus 3x geteilt durch x minus 4 im Quadrat. So, minus 1 ist gleich. Hier möchte ich es jetzt nicht so machen, dass ich es an den Zähler ran multipliziere, sondern ich habe euch ja gezeigt, wenn wir mal 2 machen, können wir auch einfach den Nenner durch 2 teilen. Dasselbe. Dann steht hier x minus 4. So. Und jetzt machen wir mal die x minus 4 im Quadrat, dass die wegfallen. Dann steht hier 2 mal 4 minus 3x minus 1 mal das sind also x minus 4 im Quadrat ist gleich. Und wenn ich die jetzt im Quadrat daran multipliziere, dann, ich mache mal das als Zwischenschritt, steht da ja 6 minus x mal x minus 4 im Quadrat geteilt durch x minus 4. Und das sind ja eigentlich 6 minus x, ich lege das mal hier oben hin, mal x minus 4 mal x minus 4. Das bedeutet ja das Quadrat, geteilt durch x minus 4. Und dann seht ihr, können wir da nämlich ein so ein x minus 4 mit dem Nenner kürzen. Was bleibt also stehen? 2 mal 4 minus 3x minus x minus 4 im Quadrat ist gleich 6 minus x mal x minus 4. So, und schon sind wir alle unsere Nenner los. Jetzt müssen wir eben wieder ausmultiplizieren. Dann haben wir 2 mal 4 gibt 8, 2 mal minus 3x sind minus 6x. So, jetzt Vorsicht, hier haben wir eine binomische Formel. Und zwar ist das die binomische Formel. A minus B im Quadrat ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Ich verweise wieder auf mein Video binomische Formeln, das ich vorher schon erwähnt habe, wer das nicht hier so drauf hat. Das heißt, das sind also A wären also die X, ist also X Quadrat. Dann B wäre die 4, also minus 2 mal X mal 4, also minus 8X. Und dann plus die 4 im Quadrat sind also plus 16. Ist gleich, das wieder ausmultiplizieren, 6 mal x sind 6. X, 6 mal minus 4 haben wir minus 24. Minus x mal x sind minus x Quadrat. Und minus x mal minus 4 gibt plus 4x. So, jetzt können wir die Minusklammer hier auch noch auflösen. Das sind also 8 minus 6x. Dann wieder alle Vorzeichen hier drin umdrehen bei einer Minusklammer. Minus x Quadrat plus 8x minus 16. Ist gleich, hier fasse ich gleich mal zusammen, minus x Quadrat, dann 6x plus 4x sind plus 10x und minus 24 kann ich hier links auch noch zusammenfassen, sind also minus x Quadrat, dann habe ich hier 8x minus 6x, das sind plus 2x und 8 minus 16 sind minus 8, ist gleich minus x Quadrat plus 10x minus 24. So, jetzt versuche ich die x² wieder nach links zu bringen, also plus x². Und wie ihr seht, fallen die hier schon wieder so schön weg.
Das heißt, hier bleibt nur noch 2x minus 8 ist gleich 10x minus 24. So, dann die 10x nach links, also minus 10x. Habt ihr 2x minus 10x sind minus 8x. Minus 8 ist gleich minus 24. Jetzt die Zahlen alle nach rechts, also plus 8. Dann bleibt hier nur noch minus 8x und minus 24 plus 8, das sind minus 16. Und jetzt noch geteilt durch die minus 8, dann steht da x ist gleich 2. Schauen wir mal, durften wir die 2 überhaupt einsetzen? 2 minus 4 sind minus 2 im Quadrat, gibt nicht 0, passt also. Und 2 mal 2 sind 4 minus 8, gibt auch nicht 0, passt. Also war 2 in unserer Definitionsmenge und ist damit auch unsere Lösungsmenge.